Ein wunderschönes Willkommen zurück allerseits. So, wir haben den Nachschub hier ausgeschaltet. Jetzt könnten wir in die Richtung gehen oder wir gehen hier wirklich nach unterwegs und schauen uns das da oben an. Ich würde sagen, wir folgen jetzt mal der Mission, laufen hier Richtung Osten. Gehen wir mal gucken, was wir da noch so Feines finden. So, noch die paar Schrotthaufen, die wir hinterlassen haben. So, mal gucken. Oh. Oh, oh, oh. Da gibt's irgendwie Robots. Da gibt's Robos. Da fliegt eine Drohne. Da flog eine Drohne. Entschuldigung. So, mal gucken, da hinten könnte, das könnte schon fast unser Ziel sein, oder? Na, nicht ganz. Wahrscheinlich ist das da eher irgendwie so der Hof oder so. Oh, Drohne! Noch eine Drohne. Gibt's ja wohl nicht. Oh! Ich glaube, da ist ein bisschen mehr wie nur eine Drohne und der Kleine. Da haben wir auch noch einen zusätzlichen Besuch. So, ich würde sagen, wir erhöhen mal kurz so ein bisschen das Tempo. Wir werden hier gerade so ein bisschen umzingelt, kann das wohl sein? Das ist tatsächlich so. Guck mal, die wollen richtig taktisch vorgehen. Die wollen uns den Weg hier abschneiden. So, dann reagieren wir mal kurz ein wenig anders. Zack. So, eine Tür zu. So, müssen wir mal kurz hier. Muss mal kurz ein bisschen zurückziehen. Kommen die hier hoch? Nee, okay. Junge, der hat gesessen. Aua. Oh Mann, der ist gut. So, einmal kurz hier, komm mal her. Ich nehme mal kurz. Okay.
Der auch weg. Da haben wir noch einen erwischt. Oh Mann! Jetzt haben sie uns auch gut unter Beschuss hier. Habe ich hier noch irgendwie... Das klingt ja... Habe ich hier noch irgendwie... Da... Erweitertes? Ja, nehmen wir die hier erstmal wahr. So, komm, pfeifen wir uns hier in ein Medikit rein. Boah, Kerlis, ey. Wir können ja schon fast auf den Zwirn gehen. Hey! So langsam wird's nervig mit den Kerlis hier. Hört ihr das, was ich auch höre? Da kommt schon wieder ein großer Anlatsch. Oh, ein Schritt weiter und wir werden... Auf der Entfernung die Schrotflinte ist natürlich eigentlich auch ein Wahnsinn, ne? Aber... Da ich die nicht hundertprozentig sehe da, in dem Gestrüpp und so... Wahrscheinlich mit das Beste. Da gibt es ein Fahrrad, dann ist da bestimmt auch ein Unterstand oder so. So, der ist schon mal abgehauen. Los, komm schon, schnell. Viel Muni, wie geht jetzt mal noch mitnehmen, was sie so bei sich haben. Weg hier. Hier rüber. Komm schon, ich wollte gerade sagen, hier muss es doch. Oh nein, das ist noch ein Stück weiter. Verdammt, ich dachte, das wäre hier. Oh oh. Oh ne, nicht da auch noch einer. Juhu. So, jetzt mal schnell hier.
Nachladen. Jungs, hat euch mal jemand erzählt, wie nervig ihr eigentlich seid? Ich brauche jetzt mal erste Hilfe-Sets wieder. Habe ich hier noch welche? Müsste eigentlich, ne? Da. Wer scannt denn hier? Mal hier eine Tür zu. Man weiß ja nie. Oh verdammt, da kommt ein großer Anlatschen. So, schon wieder einer weg. So, wie sieht das hier unten aus? Soll ich nichts. Ey. Junge, du, die haben uns hier aber auch gewimmt. Ein bisschen zurückballern, ne? Man weiß ja nie. Kann man kurz hier nehmen, die Muni. Ja, komm! Oh, da hinten ist jetzt auch unser großer Freund. Ich ahne irgendwie schon wieder etwas Böses. Oh Mann, du! Irgendwie haben wir neuerdings oft das Glück, dass wir so eingekesselt werden, ne? So, Moment mal, haben wir hier eigentlich noch Munition für? Ja. So. Ja, mal hinterm Baum weg. Oh, ich glaube, das war's jetzt mal, ey. Junge, mach keinen Scheiß, ey. Bleib weit genug weg.
Macht aber nicht, er kommt gleich. Wartet mal ab. So, und, oh, Schwert, Rhea, Klasse B, 100%, okay. Oh, gut, wenn es mehr nicht ist. So, unser Ziel liegt immer noch da in der Richtung, ne? Würde vielleicht tatsächlich mal versuchen. Ich glaube, ich habe da zwar nicht alle gelootet, tatsächlich mal probieren, ob ich irgendwie da ein Stück weit hinkomme. Da oben scheint es nämlich wenigstens einen Unterschlupf zu geben. So, nix wie weg hier. Da links gibt es einen Fahrradstand. Und hier gibt es auch irgendwie schon wieder Roboter, so wie es klingt. Da sind irgendwo schon wieder Roboter. Och nö. Wieso denn immer? Los, komm. Hoch hier. Okay, die verteidigen da irgendwelche Boxen. Unterschlupf freigeschaltet. Ja, so muss das. Ja, gut, ne? Dann würde ich sagen, war nett, euch kennengelernt zu haben. Auf geht's. Bye. Oh Mann. Der Tod? Nein, ist er noch nicht. Los, komm, lad nach, lad nach, lad nach. Sehr schön, Mission abgeschlossen, unterwegs. Ah, wieso ist da jetzt schon wieder einer hier zum Dings geworden? Wie kann ich hier mal so irgendwie, geht das so? Irgendwie so ein Zack machen hier. So ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Zack, ein kleines Bildchen für unterwegs. So, da haben wir reingeschaut. Da ist nix. Hier ist nix. So, und wo ist denn jetzt hier unser Unterschlupf? Ah, hier. Munitionspakete. Was haben wir hier noch Feines? Notsignalfackel selbst klebend. Ah, hier ein schönes Feuerchen, ne? Mein, hier ist es meine ganz so arschkalt. So, hier können wir noch mal ein paar Sachen wieder ablagern.
Was haben wir hier in Feines? Die kann zum Beispiel jetzt mal hier mit rüber. So, da können wir wegpacken. Das können wir wegpacken. So, sind wir auf jeden Fall schon mal wieder etwas leichter. Nehmen wir das hier neu mit. So, ich meine, so ganz im Ernst, das war jetzt die Mission, die fünf Typen da killen. Das war's jetzt. Jetzt haben wir da noch eine Mission, da eine Mission, da. Da. Das sind allerdings alles im Endeffekt Nebenmissionen, ne? Ich glaube, dann sollten wir vielleicht tatsächlich als nächstes uns wirklich mal hier hinten diesen Bunker widmen, dass wir da in den Bunker reinkommen. Dass wir das als nächstes angehen werden. Na gut, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte mir da jetzt irgendwie so ein bisschen mehr hier so von erwartet. Na gut, wie gesagt, er zeigt sie auch an bei den Hauptmissionen, ne? Feldzugplan Bunker merken. Was haben wir da noch? Ach hier, da ist ja so ein schönes Büchlein wieder mit irgendwelchen Rezepten. Guck mal, Schleichhose. Haben wir jetzt als Rezept bekommen. Auch cool. So, da hüffelt der Große noch rum. Was macht denn der da jetzt? So. Jetzt ist die Frage. Wir könnten... Also sag mal so, idealerweise gesehen könnten wir echt hier zum Unterschlupf gehen und latschen dann dahin, ne? Wir könnten natürlich auch von hier in die Richtung uns vorarbeiten. Gucken, ob wir hier noch irgendwie schon mal einen Unterschlupf wieder freischalten. Und dann dahin kommen. Aber das wäre natürlich auch ein ganz schönes Stück, ne? Hier einmal ganz rum. Wie gesagt, von da nach da wird wesentlich flotter gehen. Tja, ich weiß es noch nicht so recht. Ihr Lieben, wir werden es uns in der nächsten Folge anschauen, beziehungsweise in den nächsten Folgen, was unser Weg sein wird, wo es lang geht. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.